Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir testen heute mal diesen kleinen Aufsatz hier von Shisha, der extra für den 80 Feet von Hooker John und Somo gemacht wurde. Und wir wollen mal testen, ob das Ganze taugt und wie sich das Ganze rauchen lässt. So, dann seid ihr jetzt live dabei, wenn ich die Kohle drauf packe und wir das dann gemeinsam anrauchen. Ich habe übrigens 3 26er Gorillas und lege die jetzt einfach mal so da drauf, wie ich die auch auf einen Kaminaufsatz legen würde. Ich schätze aber mal, dass das Ganze hier erst noch ein bisschen heiß werden muss. Es hat auf jeden Fall ein bisschen Spiel. Ich schätze mal, wenn man jetzt dran zieht, wird noch nicht so viel passieren. Deswegen probieren wir das Ganze einfach mal, aber... würde mich überraschen, wenn da jetzt schon irgendwas kommt. Ne, natürlich nicht, wie gedacht. Ich würde sagen, ich rauche das Ganze mal jetzt schön entspannt an und dann hole ich euch wieder dazu, wenn sich was Neues ergibt bei dem Ersteindruck. So, 3 Minuten 30 sind jetzt um, seit ich gesagt habe, ich rauche das Ganze mal an. Und es tut sich schon ein bisschen was. Also er ist nicht komplett angeraucht nach den 3,5 Minuten, aber es kommt schon ein bisschen Rauch und das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Also, da geht auf jeden Fall noch einiges, aber es kommt schon ein bisschen Rauch, deswegen ich rauche jetzt mal in Ruhe weiter an und dann melde ich mich zurück, wenn das Ding wirklich läuft. So, 9 Minuten habe ich das Ding jetzt angeraucht und er ist langsam da. Ich habe ausnahmsweise mal nicht Overpack gebaut, wie ich euch jetzt im Kopfbau einblende. Seht ihr schon, es ist auf jeden Fall ein Abstandssetup im 80 Feet 80, auf jeden Fall ein sehr, sehr sparsames Setup. Das schon mal vorneweg, das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Das könnte mit das sparsamste Funnel-Setup sein, das ich so kenne. Also viel Tabak ist da auf jeden Fall nicht drin. Und nach den 9 Minuten Anrauchen sieht das Ganze jetzt so aus vom Rauch. Ich glaube, da geht eigentlich mehr. Wobei, ich bin halt eigentlich eher Overpack gewohnt. Und das qualmt natürlich einfach deutlich, deutlich intensiver. Aber ich finde es auf jeden Fall angenehm von der Rauchentwicklung. Ist definitiv nicht zu wenig. Also ich denke, das geht auf jeden Fall klar vom Rauchverhalten her. Vom Geschmack und von dem Rauchverhalten her, von dem Aufsatz, Durchzug ist auf jeden Fall brutal. Ich hatte erst ein bisschen Angst, weil die Löcher ja relativ klein sind. Aber passt auf jeden Fall. Keine Probleme beim Durchzug. Ich habe das Gefühl, dass der Pipe Fiction, den ich jetzt gerade gebaut habe, ein Ticken frischer rüberkommt, als er mit Alufolie rüberkommt. Aber es ist so wenig, dass ich mir nicht mal sicher bin, ob das jetzt nicht vielleicht Placebo-Effekt ist. Da müsste ich wirklich 2 Pfeifen direkt nebeneinander anhaben. Ich habe aber leider nur einen 80 Feet, deswegen war das jetzt nicht drin. Worüber man natürlich auch noch reden muss, ist, aus welchem Material das Ganze gemacht ist und was das Ganze jetzt kostet. Kommen wir erstmal zu dem Punkt, der ein bisschen wehtut, denn das ist der Preis. Shishaya hat ja meistens nicht die günstigsten Produkte, aber dafür gescheite Produkte. So auch dieses Teil vom Ersteindruck her. Der Preis liegt bei 25 Euro, was für ein bisschen Alu außenrum und eine Edelstahlplatte innen drin, die von einem Klemmring festgehalten wird, schon relativ viel ist, finde ich. Aber ich finde, es sieht tausendmal besser aus, als wenn man Alu um den Kopf packen würde. Also wirklich viel, viel besser. Es sieht richtig schön clean aus, alles schön gerade. Genau wie ich das gerne habe bei so einem Setup. Und es funktioniert halt doch wirklich sehr, sehr gut und ist viel einfacher, als jetzt immer Alu da drüber zu spannen. Also es geht schneller und es sieht besser aus, aber es ist natürlich auch einfach teurer, wenn man natürlich überlegt, wie lange dieses Teil halten wird, weil Shishaya-Qualität, man kennt das ja, wird wahrscheinlich nicht kaputt gehen, das Teil. Ich glaube, da sollte man eher Sorgen haben, dass man den irgendwo vergisst oder sowas. Und dann Panzeralu dagegen rechnet, würde man nach ein paar hundert Köpfen oder sowas die Kosten für diesen Aufsatz auf jeden Fall wieder raus haben. Ist halt die Frage, wie viele mit dem 80 Feet wirklich raucht. Ich habe halt so viele Köpfe daheim, dass ich auch mal andere Köpfe rauche. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das für mich lohnen würde, wo er wirklich nur auf den 80 Feet oder vielleicht auch den 80 Feet 80 passt. Das ist auf jeden Fall so ein kleiner Nachteil, also ist relativ teuer. Und deswegen wüsste ich jetzt auch zum Beispiel nicht, ob ich mir einen holen würde. Der ist übrigens vom Nick, der chillt da drüben und guckt die ganze Zeit zu, wie ich drehe. Auf jeden Fall nochmal danke an den Nick, dass er hier mit dem Teil vorbeigekommen ist, dass ich das Ganze testen konnte. Ich nehme gerade nochmal 2 Züge. Ja, also
Rauchentwicklung kann man definitiv nicht meckern. Das geht vollkommen klar. Natürlich ein bisschen weniger Rauch als beim Overpack, aber das hatten wir ja schon. Also, mein erster Eindruck von dem Teil, so ein abschließendes kleines Fazit. Es sieht viel, viel besser aus, es ist viel, viel einfacher, aber es kostet auch einen ganzen Ticken mehr als Panzeralu. Und die Panzeralu könnte man auch für andere Köpfe verwenden und das Teil nur für den 80 Feet. Würde ich das Teil jetzt empfehlen oder nicht? Wenn ihr viel mit dem 80 Feet raucht und ihr sagt, ey, ich feiere das einfach, dass es schneller geht und dass es schöner aussieht, dann kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr nur selten im 80 Feet raucht, macht es wahrscheinlich keinen Sinn, so viel Geld für dieses Teil auszugeben. Aber ist auf jeden Fall nice, den in der Sammlung zu haben. Und ich würde es nicht bereuen, häufiger mit dem Teil zu rauchen. Von daher auf jeden Fall eher einen Daumen nach oben. Sollte euch der kleine Ersteindruck hier von dem Shishaya-Aufsatz gefallen haben, lasst gerne bei dem Video einen Daumen nach oben da oder auf dem Kanal ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.